Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Ja, wir fangen jetzt erstmal mit den Kommentaren an. Maxi Max, sorry, ich meine, Kongregate spielt in letzter Zeit nur viel Yu-Gi-Oh! Und deshalb habe ich an Konami gedacht. Und wieder mal nicht an den Siege. Keine Ahnung, wie oft du den Siege jetzt verpasst hast inzwischen. Aber Yu-Gi-Oh! Wollte ich ja auch irgendwann mal ausprobieren. Master Mick hat mich, glaube ich, gebeten, dass ich das mal spiele, soweit ich mich erinnern kann. Das werde ich dann auch bald mal machen. So, Tom der Fan, du bist der beste Animation Throwdown YouTuber. Ich finde es gut, dass ihr regelmäßig Videos bringt. Erstmal vielen, 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 vielen Dank, Tom der Fan, für dieses riesige Lob. Macht mich ein klein wenig. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall mega nice. So, da haben wir Justin Rock. Lohnt es sich, das Falcon Attack Set zu holen? Habe 1000 Diamanten. Wäre nett, wenn du mich da beraten könntest. PS, mach weiter. Machst geile Videos. So, vielen, vielen Dank. Werden wir gleich tun. Gucken wir uns gleich an. So, dann haben wir hier aktuell Mamas altmodische Geheimnisschatulle mit der Peggy. Mit der Mythic Peggy. Dann geht es hier weiter. Hier sind wir jetzt beim Mythic Bob Pack. Also ihr habt jetzt noch einen Tag, 17 Stunden Zeit, bis das gechanged wird für die Leute, die den Swole, im Swole Club den Bob fast erreicht haben. Holt euch das Ding, der ist geil. Wild Brine, Knife Wielding Steel Bandit und Sacrificial Robot Goat sind auf jeden Fall coole, coole, coole Karten. Dann geht's weiter mit der Hotties Box, mit Hotties Luan, Hotties Salon, Furry Convention, Shrimpy Shrimps, McGriffin und Luan Bladder. Von dieser Box halte ich persönlich nichts. Dann sind wir in der Falcon Attack Box. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Was macht der überhaupt, wenn man den mal nur einmal hat? Dann hast du hier sechsfach Mauer durchbrechen, also Stoß, sechser Bombe und sechsfach Craze, beziehungsweise berauscht. So, das. Ja, wenn man hier mal ein bisschen weiter gehen würde, würde das Ganze so aussehen. Interessant. Auf jeden Fall hier Knife Wielding Zeal. Habe ich selbst. Ist eine ziemlich coole Karte. Sehr, sehr geil. Bandit ebenfalls. Mr. Twilly. Hier eine Kunstkarte. Jetzt mit dabei. Mr. Twilly. Hank Hill, Philip J. Fry. Und diese Karten hier, Hank Hill und Philip J. Fry, die Charakter sind natürlich mega stark. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Hier das Sonderangebot nehmen, da unten links, ne, mit, kriegst du für die 800 Steinchen, kriegst du das Sonderangebot. Lohnt sich, definitiv. Ja, und dann sind wir auch schon so weit, dann sind wir schon in der Meisterschaft. Gucken wir uns mal an, was da heute wieder drin ist. Leider kann ich euch im Vorfeld schon sagen, berauschend ist es nicht wirklich. Hier haben wir eine Rich Haley. Und gucken wir uns mal die Rich Haley an. Sowieso mit Geldkarten. Hier mit Million Dollar Beer Can. Bag of Nickels ist die einzige legendäre Money-Karte. So, und da kommt dann hier eine Rich Haley raus, die für die Füße ist. Ja, da ist dann tatsächlich die Originalversion der Haley, der Mythic Haley, noch stärker als das, was letzten Endes da hinten rauskommt. Motivieren, Leech und da mit dem Bodyguard, was sie sonst so hat. Jetzt ist das Ding hier schon wieder verschoben. Jetzt muss das mal da wieder rüber. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Towel Manager Dale. Und der Towel Manager Dale ist das hier. Da haben wir jetzt Dale, den es ja aktuell nur in einer Common-Version gibt. Und dann haben wir Sportkarten. Dann kommt sowas da hinten bei raus. Und das ist nicht wirklich schön. Also Towel Manager Dale. Braucht kein Mensch, auch nicht die Anfänger, braucht niemand. Die Combo ist Käse. So, weiter geht's jetzt hier mit dem Water Gun Steve. Und der Water Gun Steve ist das hier. Jetzt gucken wir mal nach dem Steve Smith. Hier mit dem Rifle da oben.
Gibt's den auch? Na, mit Pantry Guns gibt's den noch. Okay. 16-fach Revanche und 16-fach Punch. Jetzt müsste man wirklich mal schauen, was passiert, wenn das Ding, ups, wenn das Ding gemaxed ist. Also maxed out. Gucken wir mal, was passiert denn jetzt mit dem da unten. So, da haben wir 21-fach Revanche, 21-fach Punch, 17 Angriff. Das heißt, wir werden im ersten Step bei 38. Wenn wir jetzt einmal so eine Combo Mastery holen würden, wären wir bei 42 Angriff insgesamt, also ersten Hit. 23-fach Revanche, 23-fach Punch, 19-fach Angriff und 88 Leben. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Bei den zweimal hätten wir 97 Leben, 21 Angriff, 25-fach Punch. Dann würde er schon richtig gut werden. Also wer den Steve Smith im Deck hat und eine Pantry Guns und das Ganze gemaxt, überlegt's euch. Schlecht ist die Combo auf jeden Fall nicht. So, dann geht's weiter. Dann haben wir jetzt hier als letztes den Pace Car Driver. Und der Pace Car Driver ist das hier. Mit einem Auto, der Boomhauer. Und da unten gibt es auch noch tatsächlich eine legendäre Autokarte. Das ist das Golfball Escape. Ja, was soll ich dazu sagen? Also Golfball Escape solltet ihr auf jeden Fall schon mal nicht im Deck haben und demzufolge solltet ihr auch diese Combo nicht brauchen. Die ist nämlich der absolute Schrott. Pace Car Driver ist wirklich der absolute Schrott. Also, wenn euch dieses Video geholfen und gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Slowdown mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.